Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, bei Börsenhof TV. Diese Woche wieder live aus Miesenbach-Sitte, der Weltmetropole des Biedermeiertals. Wir haben wieder jede Menge Interessantes für euch vorbereitet und hoffen, es macht euch genauso viel Spaß wie bisher. Und nun gleich zur Programmübersicht. Und nun zur Programmübersicht. Erster Teil der Ausflüge mit der Reisegruppe Schmidt. Dann kommt das Spaßlabor, das Weingut Nittenaus, der Küchentipp und das Hoppala. Am ersten Tag waren wir mit der Reisegruppe in Wien. Da sieht man schon das Rathaus oben, den Rathausmann und unten die Nachbildung des Rathausmannes. Da haben wir das österreichische Parlament und die Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, steht davor. Wenn schon drinnen nicht viel Weisheit herrscht, das war natürlich wieder das Rathaus und jetzt kommen wir schon zur Staatsoper. Das Palais Ferstl, der Durchgang und hier haben wir den Stephansdom. Machen wir einen kurzen Blick rein in den Stephansdom und dann kann man links entlang gehen und mit dem Lift rauffahren zur großen Glocke, zur Romarin. Da hat man eine wunderschöne Aussicht, auch auf das Dach, wie man sieht. Dann ging's zum Schloss Belvedere. Wunderschöner Tag war. Was sind die meistbetatschten Brüste Wiens? Das Schloss vom Prinzen Eugen. Naja, der hat sich schon ein ganz schönes Prachtschloss geleistet, aber nicht nur dieses, der hat viele Schlösser gebaut. Da haben wir eine wunderschöne Spiegelung im Teich vor dem Schloss Belvedere. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schloss, und zwar zum Schloss Schönbrunn. Hinten der schöne Garten im Schlosspark und der Neptunbrunnen und die Gloriette oben. Und da haben wir das Palmenhaus. Nochmal das Palmenhaus, weil es so schön ist. Und dann ging es nach Laxenburg. Das Schloss Laxenburg ist nicht zu besichtigen, aber der wunderschöne Schlosspark. Und dann kommt man zum Teich. Mittels einer Fähre gelangt man dann zur sehr interessanten Franzensburg, nach dem Kaiser Franz benannt. Hier gibt es übrigens auch sehr interessante Führungen durch die Franzensburg, kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Und in den kleinen Shop könnt ihr euch da für die Führungen anmelden. Also ich muss sagen, im Schlosspark Laxenburg und auf der Franzensburg und darum herum der Teich, das gefällt mir besonders gut und ist sehr romantisch. Man kann da auch wunderbar vorm Teich im Gasthaus sitzen. Ja, also wirklich tolle Sache. Oder mit dem Boot fahren. Also ich kann es euch nur empfehlen, schaut dort mal hin nach Laxenburg. Heute haben wir einen ganz kurzen, nicht ganz neuen Sketch im Spaßlabor nachgespielt. Aber sowas ist bestimmt schon öfter vorgekommen. Hallo Mausi! Hallo Schatzi, du hast heute wieder ein Scheinrausch. Es freut mich, wenn er dir gefällt. Im Getränketipp wird uns der Spitzenwinzer Hans Nittenaus etwas über die Lagerfähigkeit seiner Weine erzählen. Ja, und wie lang ist in etwa die Qualität gleichbleibend oder vielleicht noch besser, wenn man jetzt einen Rotwein lagert? Naja, muss man dann am Jahrgang ein bisschen schauen. Also in dem Fall, wir kosten jetzt 2007, das ist für mich ein langsam entwickelter, aber extrem lagerfähiger Wein. Also der Heideboden, nehme ich an, dass der jetzt im nächsten Jahr aufbaut noch und dass das sicher 4-5 Jahre lang auf dem Niveau dann bleibt.
Und man kann ihm sicher 10 Jahre aufheben, nicht? Man muss ihn dann allerdings beobachten, er kommt darauf an, wo er gelagert ist. Sollte normal beim 2007 kein Problem sein, genauso beim Blaufränkisch. Zweigelt vielleicht, der klassische Zweigelt wird vielleicht nicht ganz so denn, aber die nächsten 3-4 Jahre auch kein Problem. Es gibt Jahrgänge, die sind einfach. Der Weißwein, der. Unsere Weiß, das kommt auf den Ausbau am Winzen an. Also, man kann einen Weißwein, wenn man dort nur auf die Primärfrucht ausbaut, nicht im November schon fütteriert und gleich im Dezember die eine schöne Flasche, dann hält er nicht lang. Dann vermögt er. Dann lebt er nur von der Frucht, die was dann in einem Jahr schon immer weniger wird. Nicht? So wie es wir machen, die Weine brauchen länger, die bleiben lang auf der Hefe, die Weißweine halten genauso lang wie die Rotweine. Nicht? Wir haben Weine, das ist unsere, der Leiterberg. Da haben wir jetzt 2004 angefangen, der Vierer schmeckt genauso wie jetzt haben wir 2007 verkauft, der Achter kommt demnächst. Also was die Kosten, die Vertikale, das ist Ordnung, also die kann man 10 länger so aufheben. Super. Weißweine kann man auch lagern, sie müssen halt auch eine gewisse Ante von Preis sein dabei, ein bisschen eine Struktur, ein Gerbstoff, der was halt am Anfang ein bisschen rau ist, das was sich dann einschleift und wenn er dann wirklich mit der Lagerung ist, er absolut dann, also das, beim Weißwein ist so noch, also die Aromatik ändert sich nicht. Also ich habe das schon sehr gern, diese Sekundäraromen, die Reifearomen. Nicht? Andere, die müssen Weißweine nur die junge Frucht und sonst ist kein Weißwein. Das ist Geschmackssache. Aber ich schätze, ja. Aber es ist nicht jeder Weiße lagerfähig, das muss man richtig ausbauen. Kommt aber auf die Prozent Alkohol an, wahrscheinlich. Nicht nur, nein. Also wir haben Wölschlinge, die haben 11,5, 11,2, das sind erst die 80er, die wollen wir nicht trinken. Die sind immer noch gut. Weil normal ab 12% oder was nicht, das heißt sonst recht. Alkoholseide, es muss reif sein, aber die Weinseide wird trotzdem heger sein. Nicht? Das ist also auch, kann man die Weißweine gute ruhig 4-5 Jahre ohne. Ja, also wenn die Trauben reif waren, aber trotzdem noch Seide da ist. Nicht? Er darf nicht unreif sein, die Trauben dürfen nicht unreif sein, dass der Wein eher aus Apfelsäure besteht, wird dann halt er nicht lang. Nicht? Und er muss reif sein und von einem gewissen Körper, es müssen keine 13, 14 Alkohol sein. Das habe ich festgestellt, ich habe das früher auch gehabt, aber wir haben, wenn ich jetzt die Kölle immer durchkoste, also ab und zu was aufmache, dann bin ich immer erstaunt. Also manchmal, ich habe zum Beispiel jetzt 2000 haben wir Weine gehabt mit 15 Alkohol, die werden nicht schmiert. Ne? Und dann habe ich erst die 90er und 80er teilweise noch leichtere Weine, Wölschädling, Weißburgunder und glaube ich frisch noch sind. Ne? Natürlich schmecken sie wie junger Wein, aber sie sind frisch, sie haben die gleiche Farbe wie der heutige. Mhm. Weil wenn man mal einen Braunstich kriegt, dann, wenn ich einen Altwein sehe mit einem Braunstich, dann weiß ich schon, wie der schmeckt nachher. Nicht? Aber wenn der die gleiche Farbe hat wie ein Jungwein, nicht? Ja. Eher noch satt, dass ein brillantes Grün geht, nicht? Dann weiß ich schon, der ist gut. Chefin, was hast du denn heute Gutes für uns zum Essen? Hier ist ein Hirschragu Weidmann mit Semiknädeln und Preiselbeeren. Hirschragu Weidmann, rechts mal Zwiebel an, klein geschnittenen, gibt es klein geschnittene Wildfleisch dazu, das ist schön anresten. Dann gießt man es mit einem Fond, mit einem Wildfond auf. In den Fond hat man vorher Wurzelwerk reingegeben, Lorbeer, Wacholder, alles was die typischen Wildgewürze sind, Piment, Rosmarin, Lorbeer, ein bisschen ein Nelkengewürz. Und dann lässt man das schön dünsten. Ja, dann richten wir das an. Wir richten das halt auf die klassische Art an, mit einem Semiknädel. Zweigel drauf. So, und ich hoffe, es schmeckt euch gut. Ja, ich meine, du sagst das. Was soll ich machen? Ich nehme eine neue Freundin. Da habe ich eine neue Freundin. Oder ist das ein Freund? Warte, muss ich nachschauen. Das kann man gar nicht schauen. Meine neue, geschätzte Gäste, darf ich euch meine neue Freundin vorstellen? Die ist so pflegeleicht, die redet nicht zurück wie meine Alte und ist ganz frisch und strohblond. Ja. Oder ist er mau, weil dann haben wir ein Problem. Du schau rein ins Hosen, ja. Du hast keine Hose. Das ist eine Marlene-Hose.